So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Wir haben ja diese klitzekleine Ecke hier abgebaut, ne? Dieses süße kleine Schiff. Wisst ihr noch? Das war auch so toll, wie ich das so sagte. Um dann feststellen zu können, dass mein Schiff einfach zu fett ist, um zu fliegen. Dementsprechend brauche ich jetzt Helipads. Ich muss da irgendwie hier so Heli-Sachen dran basteln. Damit mein Schiff abheben kann. Das fände ich supidupi. Na, da bleibt uns jetzt auch nicht sehr viel übrig. So, an was mangelt es uns denn hier? An Herstellungskomponenten. Na, die können wir doch herstellen. Das ist doch nicht das Problem. Pass mal auf. Wir machen jetzt mal hier den hier, ne? So. Ganz klassisch provokant. Das. Na, nee. Nee. Ich brauche Herstellungskomponenten. Machen wir mal ein paar Herstellungskomponenten. Ja, danke. Dann können wir hier auch schön fröhlich weiter basteln. Die bauen wir nachher auch wieder ab. Kein Ding. Ein Problem ist tatsächlich, dass ich nur halt nicht abheben kann. Und ohne abheben kann ich nicht wegfliegen. Und ohne wegfliegen bin ich in die Basis irgendwann ziemlich, würde ich sagen, am Arsch. Aber doch schon ziemlich am Arsch. Und ich habe überall Militärschiffe rumdümpeln. Das ist nicht gut für mich. Ganz. Ich habe es mal einfach zusammengefasst für euch. Ist nicht gut. Wir haben zwar Schilde und wir haben Waffen und einen Riesentank, aber ich habe das vielleicht mit dem Auftrieb ein bisschen unterschätzt, muss ich gestehen. Ich weiß auch nicht, warum ich so viel Eis hier habe. Aus. Nein, hört auf, das blöde Ding wieder aufzunehmen. Ich will das nicht mehr. Weißt du, was wir da machen? Kann ich nicht so einen Wasserstoff-Treibstoff-Dings bauen? Das kommt bestimmt gut an bei den Leuten. Bin ich mir sicher. Irgendwie, kriege ich hier noch so ein Teil unter. Also können wir machen hier mal das Licht an. Ich hab doch genau hier. Hier kriege ich das Ding bestimmt noch irgendwie ran. Ich benötige Stahlplatte dafür. Dann hole ich mir doch welche drüben weg. Hallo. Guten Tag. Natürlich doof. Brauche ich eher so hier so. Können wir den auch noch schnell zusammengebastelt, bitte? Das fände ich supi. Danke. Produktion. Wir brauchen noch mehr hiervon. Was bringt es mir, ein riesiges Schlachtschiff zu, ein riesiges Transportschlachtschiff zu haben, wenn ich da absolut null, nada, nix an niente Sachen draus machen kann? Es fehlen mir immer noch die Herstellkomponenten. Wo gehen die alle hin? Wir mal Benzinproduktion. Inventar. Herstellungskomponenten. Hier drin. Okay. Cool. Gefällt mir. Komm schon. Gib ein bisschen Gas hier. Also dieses Abbauschiff ist eine super Idee gewesen. Zumindest bis zu dem Moment, bis es voll war. Da war es eine ziemlich blödsinnige Idee, muss ich gestehen. Hallo. Ich brauche mehr Herstellungskomponenten. Gucken wir uns das Ding hier draußen nochmal an. Okay, die ersten Helipad-Thruster sind schon mal fertig.
Das ist sehr cool. Da kriegen wir zumindest erstmal wieder ein bisschen Auftrieb. Und mit dem Verbrauch von dem Wasserstoff können wir zumindest Energie produzieren und Eis verschwinden. Und niemand verschwindet lieber Eis als ich. Also, es ist Eis, das ist klar. Das ist doch mal so ein Zwischen. Da muss man auch mal wieder was machen, ne? So, wie weit war die Idee, was zumindest hergestellt? Hier haben wir jetzt zwei, da kommen noch mal vier dazu. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das funktionieren tut hier, ne? Schön, schön. Freut mich, das sieht doch gut aus. Klar brauche ich 6500 Schwerkraftkomponenten. Weil ich einen riesen Planetenkern bauen wollte. So, wie sieht es bestimmt nicht Basis? Weiß ich nicht, Brudi, weiß ich nicht. Ich habe da so meine Sorgen. Wer weiß, der Preis weiß. Gucken mal. Wird schon irgendwie cheap gehen. Denke ich. Hallo. Ich brauche noch ein paar Herstellungskomponenten. Kriege ich welche? Wäre voll sweet von euch. Wir mopsen uns die gleich mal hier raus. Dann können wir nämlich den Hydro-Dingster-Booster-Verbraucher nämlich gleich ein bisschen reinpushen. Nehmen wir uns nochmal 30 Stück raus. 30 Stück sollten erstmal reichen, denke ich. Ich kriege hier, wir sind wilder. Ein ganz wilder Ausgang. Hier. Seht's euch an. Ich brauche Wasserstoff. Wasserstoff. Und was brauche ich noch? Die Ventile kann ich draußen schließen. Dann produzieren wir nämlich nur das bisschen, was wir hier drin haben. Und das ist auch sehr cool. Und wir haben einen Schneesturm. Der Tag wird besser und besser und besser. Der dürfte jetzt zumindest das produzieren, was wir brauchen. Und wir hoffen jetzt einfach mal das Beste so. Ganz spontan. Wir schließen mal die Tür. Ich mag die Tür. Hier aus. Macht der jetzt schon mal irgendwas? Natürlich nicht. Warum auch? Mein Gott. Kann ja wohl nicht so schwer sein, oder? Wenn wir zwei suchen, da ist gar nichts drin. Warum habe ich denn nicht so zwei Generatoren? Was soll das denn? Was ist, wenn ich jetzt hier rangehe? Ja, Mann, mein H2 wird gar nicht aufgefüllt. Was ist das denn? Wo ist der blöde Wasserstoffgenerator? Wo? Los! Rück raus mit der Sprache. Wo ist das Mistding? Holla, die Waldfee. Was ist denn mein Name? Ich habe hier ein paar Kommunikationsschwierigkeiten mit euch. Ich brauche Hilfe.
nicht nur therapeutischer Art, sondern auch verständlicher Art. Wir nehmen jetzt mal das Ding hier weg, ja? Und das Ding. Das ist ja erstmal eine schöne Idee, so im Großen und Ganzen. Und jetzt sagen wir O2. Nicht? Okay. Das ist Wasserstoff, das will ich aber gar nicht. O2. Da ist er, O2, H2-Generator. Den nehmen wir jetzt hier rein. Zack. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das... Produziert denn der nichts? Das nervt mich doch schon wieder. Und wir können starten. Zumindest die Helitruster tun ihren Job. Das finde ich doch schon mal schön. So, wir fliegen jetzt mal ganz sachte wieder zurück. Zur Basis. Und nein, da hinten wird geschossen. Das finde ich gerade gar nicht geil. Kurs setzen, Waffensysteme aktivieren. Alle Einheiten auf Gefechtsstation. Roter Alarm. Wir haben noch gar keinen roten Alarm. Mein Gott, das müssen wir ändern. Alle Einheiten bereithalten für Waffenfeuer. Dann docken wir gleich mal an die große Station an. An unsere große Station. Und gucken mal, was passiert. Ob wir uns wirklich mit der Station verbinden oder auch nicht. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Okay. Es sieht aus, als wären da Dinge passiert. Große Dinge. Noch kann ich die nicht richtig einschätzen. Aber es sieht nach Schiffen aus oder so ähnlich. Große Schiffe. Tankbase, Tankbase, T1. Sieht nett aus. Mann, das war ziemlich weit unten. Das war doof. So, wir fliegen hier mal an die Basis ran. Daumen drücken. Einmal ein Stück nach hier. Und zack. Jetzt aktivieren wir hier noch einmal die 9. Diese Korvette hat irgendwas festgestellt. Wir bleiben jetzt erstmal in Alarmbereitschaft. Ich würde jetzt nicht zu viel spekulieren. Oh, bitte flieg nicht zu uns. Bitte. Ich will gerade nicht kämpfen. Wir brauchen dringend noch eine Kamera auf dem Schiff. So eine richtig schön bewegliche Kamera wäre ganz nice. Aber vielleicht will die auch woanders hin. Hoffe ich. Nein, hier feuert erstmal niemand. Oh Gott, Gott sei Dank. Die sind an uns vorbei. Okay, vielleicht aktivieren wir auch die Waffen, falls gleich noch was passiert. Aber die sind abgestürzt. Die sind ja doof. Gut, dann würde ich behaupten, Sekunde, es rendert gerade ein bisschen.
Das ist, wenn das Schiff gerade sehr viel Schaden erleidet beim Abstürzen. Dann muss wieder das Gelände neu berechnet werden und. Das zieht immer ein bisschen Performance. Ich fürchte fast, da müssen wir uns in Zukunft auch schon dran gewöhnen. So. Und dann haben wir Zeit, diesen hübschen Auf- und Abgang hier ganz gut zu genießen. Wie gut das hier funktioniert, ne? Geiler Scheiß. Das klappt ja wirklich. Und ich kann mich jetzt einmal nach hier unten bewegen. Ach ja. Einmal die hübsche Leiter, bis der Fahrstuhl fertig ist. Wenn wir die Leiter erstmal noch brauchen. Schade eigentlich. Ich bin ja nicht so der Leiterfreund. La 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 la. Und wir laufen und wir laufen und wir laufen. F, um von der Leiter zu steigen, von der Leiter zu springen. Okay. Zack. Hier wollte ich raus. Da wollte ich lang. Dann gehen wir mal zur Hauptzentrale und gucken uns mal an, was wir hier Hübsches bauen können. Wir haben zumindest Eisen gefunden. Ich glaube, an Eisen hat es uns vorher ordentlich gemangelt gehabt. Das heißt, da können wir jetzt einmal nachhelfen. Das heißt, wir können jetzt Triebwerke bauen. Montageanlage. Zack. Tata. Das finde ich doch ganz nice. Da können wir vielleicht langsam anfangen mit einem Bohrschiff. Oder ein Bohrschiff an sich zu bauen. Ein hübsches kleines. Dann können wir noch das Ding rumwimpeln. Zunächst wird aber erstmal dieses hübsche kleine Frachtschiff hier fertig gebaut. Ich bin fast gewillt, das Ding noch als orbitalen Transporter zu benutzen. Beziehungsweise könnten wir vielleicht durch weitere Triebwerke hier vorne noch ein bisschen was leisten. Jetzt sind ja noch ein paar im Bau. Aber uns fehlt halt vorne immens der Auftrieb. Da, wo die ganzen Container dran sitzen, da haben wir noch nicht so den Durchblick, wie ich das vielleicht gerne hätte. Das ist natürlich schade. Ne? Da können wir noch Verbesserungen einbauen. Ansonsten ist das Schiff schon mal ganz gut funktionsbereit. Wir könnten noch ein bisschen an der ganzen Waffen- und Schildtechnik arbeiten. Vielleicht sind wir da noch was geforscht. Und Forschung ist alles. Forschung ist alles. Ups. Ach, wie ich es liebe, wenn es so laggt, ne? Da kriegst du nie ein gutes Bild. Es guckt sich auch gerade bestimmt ganz toll, weißt du, so Standbild für Standbild. Das hier nochmal an. Okay, Military. Da ist noch ein Icon. Military Ajax. Und die Protoss-Korvette. Das sind alles ausschließlich legendär coole Namen. Hier aber auch gebrauchen können. Dieses Schiff müsste auch mal wieder weitergebaut werden, Freunde der Sonne. Wirklich jetzt.
Was wir hier brauchen, ist ausschließlich Triebwerkskomponenten. Da mangelt es uns momentan halt komplett, ne? Ach ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das heißt, das Abwarten und Tee trinken, während das Schiff hier fertig gebaut wird. Aber eigentlich wird die Cluster mehr als genug Energie aufbringen, um das Schiff oben zu halten. Wie gesagt, eigentlich. Aber gut. So ist es nun mal, ne? Da hilft ja alles nicht, da müssen wir uns mit abfinden. 5 habe ich das jetzt. 5. Genau. Und Triebwerk brauchen wir halt jetzt auch nochmal. Da gehen wir nochmal rein. Also den hier an. Läuft so ganz allmählich an. Wenn ich jetzt mal gucke, bei Triebfeld unverständlich. Haben wir immer noch genug Kompulstriebwerke, die uns mangels besserer Technik fehlen. Okay, das Schiff da hinten versucht immer noch. Ich würde einfach mal mit dem hier hinfliegen wollen und gucken wollen, ob wir dann vielleicht nicht ein bisschen was weggesnackt bekommen. So an Triebwerken. Die Raketenabfangsysteme würde ich mal anmachen. Die haben da hinten noch ein riesen Ajax-Schiff, ne? Da habe ich ja gerade gar keinen Bock drauf. Also momentan, das sieht gut aus. Wir können uns zumindest noch die Triebwerke wegmopsen. Also noch wird auch nicht auf uns geschossen. Das heißt, die Waffensysteme sind aus. Pass mal auf, dann machen wir Folgendes. Wir sind ja nicht doof. Ich denke auch, wir sollten uns hier langsam wegmachen. Oh ja, guck mal da. Da ist was incoming. Um Himmels Willen, Herr der Allmächtige. Ach, ich muss hier weg. Sorry. Mein Fehler. Hab gedacht, ich wäre hier sicher. So, alle Schiffe sind wir einsatzbereit? Ja, nein, vielleicht? Neun, zack. Au, ich bin in die Wand geflogen. Das ist weniger gut. Da hinten ist ein Riesenschiff, das will uns angreifen. Ich würde mal ganz kurz sagen, wir fliegen hier mal nach oben. Ja, hier nach oben, habe ich gesagt. Komm, Attacke. Ja, komm, Attacke. Los, 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 los. Ich habe da auch jetzt auch nicht ewig Zeit. Den fehlenden Ton bitte ich gerade zu entschuldigen. Vielleicht habt ihr sogar Ton und ich weiß es halt nur noch nicht.
Waffensysteme aktivieren, abkoppeln, alle Einheiten, Angriffsposition. Anvisieren und Feuer frei. Ausweichmanöver fliegen. Nein, 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 da habe ich gerade nicht so die Zeit für, Freunde. Wirklich jetzt. Na los, na los, na los. Feuer frei aus allen Rohren. Und Rammgeschwindigkeit. Und zack. Die schieben wir einfach weg. Ich bin ja so talentiert, ne? Runter. Nein, 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 nein. Ich werde euch fertig machen, sag ich euch. Ihr gehört sowas von mir. Und ups, einmal nach oben. Ausweichmanöver fliegen. Ich glaube, ich habe die Gyroskope verloren. Und Rückwärtsgang. Ausweichmanöver. Jo. Ich habe ein bisschen was verloren. Das ärgert mich aber gerade. Sekunde.